Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es wieder ein Vergleichs-Beauty-Boxen-Video für euch geben. Und zwar hat euch das ja das letzte Mal so gut gefallen. Danke nochmal für euer Feedback. Ich hatte euch ja gefragt, ob es okay ist, wenn ich einfach mal mehrere Boxen auf einmal zeige. Und ja, die Resonanz darauf war sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Einfach mal was anderes. So habt ihr nämlich in einem Video einfach mal drei Boxen und dann könnt ihr vergleichen und schauen, welche vielleicht am besten zu euch passen würde, denn ich werde tatsächlich ganz oft gefragt, welche Box mir denn am besten gefällt. Und deshalb bin ich einfach mal auf die Idee gekommen, das Video so zu machen und deshalb mache ich das heute wieder so. Heute wird es wieder die Gala Beauty Box geben, die Beauty Box I'm Beautiful von Putney und die Fairy Box. Und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, was in meinen Boxen enthalten war, was sie im Monat kosten, ob es ein Abo ist oder nicht, dann bleibt einfach mal dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Wir fangen mal an mit der Gala Beauty Box. Und zwar kostet die 19,95 € im Monat. Ihr habt 6 kosmetische Produkte darin enthalten. Entweder Originalgröße oder eine Sondergröße, dann ist immer noch das Gala Magazin darin enthalten. Natürlich die neueste Version, ist ja klar. Und es ist so, dass sie nach Themen sortiert ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel schon das Thema Hochzeit oder endlich Sommer. Und diesmal ist sie angehaucht an die Fashion Week, also angelehnt an die Fashion Week, so rum. Sie hat nämlich ein neues Kleid bekommen. Der Karton ist nämlich eigentlich immer rot. Und diesmal haben sie sich eben angelehnt an die Fashion Week. Und mir gefällt es total gut, denn das Design ist mal was anderes. Es ist sehr edel, wie ich finde. Ihr wisst, dass ich ja immer die Kartons wiederverwerte. Das heißt, wenn ich irgendwas verschenke, dekoriere ich den Karton nochmal um oder ich bewahre da meine kosmetischen Produkte auf, weil die Kartons einfach sehr stabil sind. So, das Thema diesmal ist eben, wie gesagt, die Fashion Week. Ich habe die Box leider erst Anfang August bekommen, also relativ spät, was mich ein bisschen verwundert hat, aber gut, das ist jetzt nicht weiter dramatisch. So, wir legen mal los und zwar habt ihr immer ein Produktkärtchen enthalten. Darauf stehen die ganzen Produkte aufgelistet, die dann in der Box sind. Ihr seht die ganzen Preise und ich werde euch auch die Endsumme sagen, die die Box quasi wert ist. Also ja, habe ich alles ausgerechnet für euch, sodass ihr da nochmal einen besseren Überblick habt. So, genug gequatscht. Jetzt legen wir los mit den Produkten. Und zwar hatte ich zum einen dieses Batiste Trockenshampoo für schwarz- und dunkelbraune Haare. Ihr wisst, dass ich ja noch nie ein Trockenshampoo verwendet habe. Ich werde auch dieses leider nicht verwenden. Aber ich weiß schon, an wen ich es weitergeben werde. Und ja, für alle, die Trockenshampoos verwenden, keine schlechte Idee. Ich meine, es kostet um die 5 Euro, also 4,99 €. Von daher eigentlich eine ganz gute Sache. Als nächstes enthalten hatte ich diese Handcreme hier von Fix & Rouge für 5,75 Euro. Die Marke ist mir schon bekannt, ich finde das Design immer total schön, aber die Handcreme habe ich schon und deshalb lasse ich sie noch zu. Was immer sehr gut ist, die haben hier auch immer diesen Siegel noch mit dran und das finde ich ist echt eine gute Sache, denn wenn man schon einige Artikel hat, Produkte sozusagen, dann kann man das auch noch länger aufbewahren und man muss keine Angst haben, dass es dann schlecht wird. Also nicht verkehrt. Dann hatte ich enthalten von Goldwell dieses Style Sign, also dieses Styling Milk. Ja, also Haarprodukte, das ist halt bei mir immer so ein bisschen schwierig. Das wisst ihr ja, das werde ich jetzt auch nicht verwenden, das werde ich auch verschenken. Dieses Produkt hier, das würde kosten 3,35 Euro. Wir haben es runtergerechnet, denn es ist eine Sondergröße und die Originalgröße würde 16,75 Euro kosten. Dann hatte ich enthalten ein Face Oil und da freue ich mich so richtig drauf. Also das ist auch sehr hochwertig. Die Originalgröße würde 65,95 Euro kosten. Diese kleine Größe hier, da sind nur 10 ml enthalten, würde 13,19 Euro kosten. Da ist so eine Pipette dran, also ich bin total gespannt. Ich habe es noch nicht ausgetestet, aber ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Von L'Oreal gibt es ja jetzt auch so ein Gesichtsöl, das habe ich mir jetzt noch nicht gekauft. Ich werde jetzt erstmal das testen, aber da habe ich mich auch schon mal sehr drüber gefreut. Als nächstes enthalten hatte ich dann ein Produkt von Jelly Pong Pong. Die Marke ist mir auch schon bekannt, die hatte ich auch schon in mehreren Boxen. Das hier ist die Umverpackung, finde ich total süß gemacht. Dafür finde ich diese Verpackung hier überhaupt nicht schön. Also die sieht auch überhaupt nicht hochwertig aus, leider. Das muss ich dazu sagen und ich sage euch das deshalb, weil ihr gleich wahrscheinlich erschrecken werdet, wenn ihr den Originalpreis hören werdet. Also auf jeden Fall ist es ein Bronzer-Duo. Was mir gut gefällt, ist, dass da wieder ein Spiegel enthalten ist. Das ist für unterwegs einfach nicht verkehrt. Aber das Produkt an sich ist eben sehr klein, also sehr schmal. Jetzt frage ich mich, wie man da mit einem Pinsel reingehen kann. Man kann es natürlich so abdecken, ist klar, aber da braucht man echt einen schmalen Pinsel. Also ja,
für mich jetzt nicht ganz so ideal, auch von der Farbe her leider nicht, weil es viel zu hell ist. Ich habe einfach das hier schon verwendet als Blush, quasi so ein bisschen, und dieses hier werde ich einfach für mein Augenlid verwenden, um das abzupudern. So mache ich es halt immer. Ich wandle die Produkte dann immer so ein bisschen um, damit sie einfach auch nicht nur im Schrank rumliegen. Dieses Produkt hier würde, sage und schreibe, haltet euch fest, 27,50 Euro kosten für 3 Gramm. Also das würde ich mir im Leben nicht kaufen. Wirklich nicht. Also no way. Aber gut, jetzt habe ich es halt. Ich werde es auch auf jeden Fall verwenden, ist ja klar. Aber es ist einfach viel zu überteuert, meiner Meinung nach. So, als nächstes hatte ich dann noch von COSAR ein Slim Stick. Und zwar gefällt mir die Farbe sehr, sehr gut. Also der ist sehr intensiv. Ich swatch euch den mal hier hin. Also der ist echt heftig. Bam in your face, würde ich mal sagen. Richtig cool, werde ich auf jeden Fall verwenden. Ist auch sehr cremig, gefällt mir sehr gut. Aber auch hier wieder die Verpackung, also geht gar nicht. Also das sieht echt aus wie aus so einem 1-Euro-Shop. Sorry, dass ich das jetzt mal so ganz ehrlich sage. Ich finde, das geht gar nicht. Und der würde nämlich kosten 9 Euro. Würde ich mir niemals kaufen. Also die Farbe gefällt mir total gut, wie ihr hier sehen könnt. Aber für 9 Euro geht gar nicht. So, dann hatte ich hier noch so ein paar Flyer enthalten. Einmal wieder von der HelloFresh Box. Und hier von dem Batiste Trockenshampoo. Ja, genau. Das war es eigentlich soweit von dieser Box. Wie gesagt, das Gala-Magazin ist ja auch noch immer dabei. Finde ich echt eine nette Idee, wenn man einfach unterwegs ist. Ich bin ja jetzt viel Zug gefahren, da hatte ich das auch immer dabei. Und man hat einfach was zum Lesen. Diese Box hier würde insgesamt, sage und schreibe, 63,78 Euro nur an Produkten kosten. Und wenn man das Gala-Magazin noch dazu rechnet, dann würde sie 66,68 Euro kosten, was echt eine Stange Geld ist. Jetzt ist natürlich die Frage, würde man sich die Produkte so kaufen? Wahrscheinlich eher nicht, wie bei dem Beispiel, ne, mit dem Bronzer-Duo, habe ich euch ja gesagt. Aber man kann ja zur Not die Sachen auch verschenken. So mache ich es ja immer und das wisst ihr ja auch. Wir machen mal weiter mit der Fairybox, die habe ich euch ja auch schon ganz oft vorgestellt. Das ist eine tierversuchsfreie Naturkosmetikbox für 19,90 Euro im Monat. Wenn ihr sie nur einmal testen wollt, kostet sie 22,90 Euro. Und was ich noch schön finde, das habe ich euch das letzte Mal schon gesagt, dass sie in einer Behindertenwerkstatt konfektioniert wird. Genau, also so viel erstmal zu der Fairybox. Und zwar ist bei der Fairybox natürlich auch ein kleines Produktkärtchen enthalten. Hier seht ihr dann aufgelistet auch nochmal die Produkte, könnt alles nochmal nachlesen. Und wir fangen mal an mit einem Nagellackentferner und zwar von der Firma Benecos. Der riecht so unglaublich schlecht. Also die Produkte an sich riechen natürlich nicht gut, also Nagellackentferner, aber ich finde, der ist echt extrem schlecht. Ja, sorry, dass ich das dazu sage, aber da bin ich echt total empfindlich. Der würde kosten 3,99 Euro, hätte ich mir jetzt in dem Fall auf gar keinen Fall gekauft. Dann hatte ich enthalten eine Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 10. Also da musste ich echt total schmunzeln, als ich das gesehen habe. Also wer braucht denn bitteschön Lichtschutzfaktor 10, fand ich total komisch. Würde kosten im Original 8,95 Euro, hätte ich mir so jetzt auch nicht gekauft, leider, muss ich einfach dazu sagen. So, und dann habe ich noch dieses Aftersun enthalten gehabt, diese Lotion, die würde kosten 7,95 Euro. Gut, da kann man jetzt drüber reden, also ja, so Aftersun benutze ich total gerne, habe ich natürlich auch, gerade jetzt für die Kinder, um das abzukühlen, werde ich auf jeden Fall verwenden, aber Lichtschutzfaktor 10, also was will ich damit machen, ne? So, dann war enthalten dieser Flyer hier, damit man sich alles nochmal durchlesen kann, die haben wohl mehrere Produkte. Das habe ich mir auch schon angeschaut. Finde ich immer ganz interessant, wenn sowas dabei ist, weil durch diese ganzen Boxen, das wisst ihr ja, deshalb mag ich ja diese Beauty-Boxen, kommt man eben auch auf Marken, die man vorher nicht kannte und so eben kennenlernt. Die Firma Eco, die war mir also auch kein Begriff und von daher finde ich das eigentlich nicht schlecht. Letztes enthalten hatte ich dann von Santé Naturkosmetik für die Wimpern ein Produkt und zwar für eine Wimpernverlängerung nach 4 Wochen soll man das angeblich sehen. Ich finde es total schade, ich bin echt leicht angesäuert, denn das Produkt läuft im September ab. Also ja, wie soll ich das jetzt bitte schön verwenden? Also 4 Wochen soll man es anwenden und in 4 Wochen ist längst September. Also das fand ich echt total komisch, dass sie so ein Produkt reintun. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das gibt echt einige Punkte Abzug, wenn ich Punkte vergeben müsste. Das Produkt würde 16,95 Euro kosten und ja, ich glaube, ich werde es nicht verwenden. Denn ich habe ja im Moment noch meinen Revita Lash, das können die jetzt natürlich nicht wissen. Aber ein Produkt reinzutun, das eben dann schon abläuft, also finde ich echt
schon dreist, muss ich wirklich sagen. Dann hatte ich noch einen Nagellack enthalten von Benecos. Finde ich eigentlich ganz gute Idee, weil sich das eben an den Nail Remover anlehnt. Und die Farbe finde ich auch echt total schön. Dieses ja, Türkis, also dieses hellblau-Türkis. Also es ist mit viel Grauanteil, aber ich liebe ja Nagellack. Von daher können die da auf jeden Fall bei mir immer punkten. Der Nagellack, der würde kosten 3,89 Euro. Genau, das ist so ein Mint. Genau, das ist der richtige Farbton, Mint. Dann war hier noch so eine kleine Beilage mit dabei, damit man auch weiß, wie man das anwenden soll. Finde ich eigentlich auch immer ganz praktisch. Und das war der Inhalt der Fairybox. Und ich habe ausgerechnet, 41,73 Euro würde der komplette Inhalt kosten. Da kann man sich jetzt auch wieder überlegen, was hätte ich gekauft, was hätte ich nicht gekauft. Und genau, so viel zu der Fairybox. So, und zu guter Letzt kommen wir zur Beauty Box, ein Beautiful, also die Secret Box von Budni. Secret Box deshalb, weil die Produkte, die enthalten sind, alle immer streng geheim bleiben bis zum Schluss. Also die werden nicht veröffentlicht. Finde ich total cool, weil ich liebe ja diesen Überraschungseffekt. Die Box, die kostet 19,95 Euro plus 3,95 Euro Versand. Es ist die teuerste, das habe ich euch das letzte Mal ja auch schon gesagt. Aber ich bin total begeistert vom Inhalt und ich zeige euch den jetzt auch. Es ist auch so bei der Box, bevor ich es vergesse, dass immer Originalprodukte enthalten sind. Und die Full-Size-Größen, also was ich auch total cool finde. Und was mir total gut an der Box noch gefällt, ist, dass ich diese Marken, also dass ich an diese Marken gar nicht so leicht rankomme. Budni ist ja ganz oben im Norden und die haben eben Marken wie Deborah, Gosh, Bourjois und so weiter. Und da komme ich einfach nicht dran und deshalb freue ich mich jedes Mal über die Box. Und jetzt zeige ich euch den Inhalt. Und zwar haben wir hier wieder einen Produktflyer. Das heißt, wenn euch irgendwas unklar ist, wenn ihr irgendwas nachlesen wollt, könnt ihr da drauf nochmal schauen. Ihr seht auch nochmal die Originalpreise, wie viel es kosten würde. Und jetzt legen wir mal los. Und zwar hatte ich so ein schönes kleines Täschchen darin enthalten. Finde ich richtig cool. So eine kleine Kosmetiktasche für unterwegs. Und jetzt zeige ich euch die Produkte. Und zwar von der Firma Just Cosmetics. Die kannte ich nämlich so auch nicht. Das ist wohl eine Eigenmarke dort bei Budni. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich freue mich total aufs Testen. Ich habe zum einen diesen Cheek and Glow Blusher enthalten gehabt. Die Verpackung ist echt okay. Also da kann man nichts sagen für den Preis. Also es sieht mir auch überhaupt nicht so günstig aus. Leider kann ich mit dem Blush an sich nicht ganz so viel anfangen, weil er mir einfach zu hell ist. Aber da wird auf jeden Fall meine Schwester Freude daran haben, hoffe ich doch zumindest mal. Ich sage euch, was er kosten würde regulär. Und zwar 3,49 Euro. Und als nächstes enthalten hatte ich dann einen Nagellack, eben auch von der Firma Just Cosmetics. Die Farbe gefällt mir total gut. Ihr wisst ja, ich bin ein kleines Nagellackmonster. Das wissen die Firmen scheinbar, keine Ahnung. Nein, kleiner Spaß. Auf jeden Fall passt die Farbe sehr gut zu mir. Es ist die 030 Be a Starlet. Der würde regulär 1,99 Euro kosten. Genau, dann hatte ich noch dieses Produkt hier enthalten und zwar ist es ein Kompaktpuder. Auch hier wieder die Verpackung wirklich sehr edel gemacht. Gefällt mir echt gut, die Marke. Upsala. Und das Puder ist mir aber auch in dem Fall wieder leider viel zu hell. Aber ich werde auch dieses hier zum Abpudern meiner Augenlider verwenden. Ihr wisst ja, ich habe sehr ölige Augenlider und da pudere ich die immer ab. Das habe ich euch aber auch schon erzählt. Also von daher wird es auf jeden Fall Verwendung finden. Ich finde es halt echt schön für unterwegs, weil hier auch wieder so ein Spiegel enthalten ist. Und ihr habt dann noch so eine kleine Puderquaste. Aber ja. Da werde ich jetzt nicht viel mit anfangen, aber ich finde halt für unterwegs, wenn die Farbe passen würde, wäre das auf jeden Fall ein Produkt, das ich mitnehmen würde. Es ist jetzt hier die 040 Honey. Genau, einfach ein Kompaktpuder. Das würde kosten, sage ich euch, 3,99 Euro. Dann hatte ich enthalten ein Pigment und da habe ich mich so richtig drüber gefreut, weil ich noch nie aus der Drogerie ein Pigment hatte. Ihr wisst ja, ich habe meine MAC-Pigmente, die habe ich euch auch schon in einem Video gezeigt und ich finde, der Farbton, der kommt dem, den ich habe, wirklich sehr, sehr ähnlich. Also der ist sehr nahe, was für ein Deutsch heute wieder, absolute Sprachfehler. Das ist so ein rostfarbener Ton, der so... Ja, also so Rosé, also gefällt mir total gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses lose Pigment kann. Da bin ich mal gespannt, weil ich werde einfach mal den Vergleich machen zu einem teuren und zu einem Drogerieprodukt. Ja, das werde ich euch auf jeden Fall berichten, was das kann. Und zwar kostet es regulär 3,99 Euro.
Und dann hatte ich enthalten von eben Just Cosmetics, ich glaube, jetzt brauche ich es nicht mehr dazu zu sagen, ein Eyeshadow Stick. Und die Farbe, die ist echt der Burner. Also das gefällt mir so gut. Ich hoffe, ihr könnt sehen, das ist ein sehr, sehr warmer Ton, der so ans Goldene angehaucht ist, aber sehr viel Rosa-Anteil eben auch enthalten hat. Die kommen den NYX oder NYX Jumbo Eye Pencils sehr, sehr nah. Also da freue ich mich auch schon echt sehr drüber. Da werde ich auch einen Vergleich machen. Und ihr könnt schon sehen, die Sachen, die sind so aufeinander abgestimmt, wie ich finde. Wir machen mal weiter, dann könnt ihr es besser erkennen. Ich habe nämlich dann jetzt noch ein Augenprodukt enthalten gehabt, und zwar False Lashes Mascara. Da gefällt mir vorne das Teil, der Pinsel, ist das ein Pinsel, also halt die Bürste so rum. Also wie gesagt, heute habe ich Wortfindungsstörungen. Also das ist halt so ein Kegel, ist kegelförmig, und das gefällt mir sehr gut, weil ich dann einfach auch an die kleinen Härchen hier sehr gut drankomme. Ich werde mal sehen, was die Mascara so kann im Langzeittest, aber ich bin ja auch so ein Mascara-Opfer, wisst ihr ja auch schon. Da bin ich eben auch mal gespannt. 3,49 € würde die regulär kosten. Dann habe ich noch ein Augenbrauenprodukt enthalten gehabt, aber das ist mir leider viel zu hell. Seht ihr ja, das ist ein brauner Ton eben. Damit kann ich nichts anfangen, aber meine Schwester, die ist heller, deshalb freut sie sich über dieses Produkt. Das würde 3,49 € kosten. Dann hatte ich noch ein richtig cooles Produkt enthalten, und zwar dieses hier. Das ist ein Creme Eyeshadow. Gefällt mir richtig gut. Also die Farbe ist der absolute Hammer. Und nach der Beschreibung zu urteilen, also es hört sich richtig gut an, ich habe mir es durchgelesen, hält es sogar bei, wenn es nass wird, also wenn es zum Beispiel regnet oder im Sommer, wenn man halt schwitzt, dann sollte es angeblich nicht verschmieren. Ich bin gespannt. Jetzt im Urlaub werde ich das auf jeden Fall mitnehmen, gefällt mir total gut. Man kann das auch als Base quasi verwenden und dann das Pigment oben drauf setzen. Und deshalb meine ich eben, dass das so gut alles miteinander abgestimmt ist, ne? Ihr merkt schon. Und dann hatte ich zu guter Letzt noch einen Lippenstift. Ein Lippenstift darf das Gesicht auch nicht fehlen. Und zwar finde ich den Farbton auch sehr, sehr passend zum Nagellack. Ich swatch euch den mal, und zwar ist es so ein bisschen ein hellerer Ton. Also jetzt hier von der Verpackung, aber wenn ihr den jetzt hier seht, ist der richtig toll. Also der ist nicht ganz so bam in your face, sondern ein bisschen dezenter. Auf meinen Lippen sowieso, meine Lippen sind ja schon sehr stark pigmentiert. Aber ich denke, der wird mir auch sehr gut stehen, und die riechen so unheimlich gut. Also das ist total der Hammer. Als ich den aufgemacht habe, habe ich mir gedacht, ich will da reinbeißen, ne? Nein, kleiner Spaß. Also auf jeden Fall komme ich auf einen Gesamtwert von 33,70 € für diese Box, und ich glaube, ihr könnt an meiner Begeisterung schon merken, welche Box mir am besten gefallen hat. Ich möchte euch da jetzt natürlich nicht beeinflussen. Es ist ja eigentlich auch nur meine Meinung. Ich möchte euch einfach nur die Produkte zeigen. So habt ihr sie jetzt alle mal im Überblick und könnt euch einfach überlegen, welche Box denn vielleicht passend für euch wäre, welche euch am besten gefallen hätte. Vielleicht überlegt ihr euch ja, eine zu abonnieren. Ich verlinke euch aber auf jeden Fall alles unten in der Infobox. Ihr wisst Bescheid, ich verdiene da kein Geld. Ich sage es ja jedes Mal dazu. Wenn ihr auf den Link geht oder wenn ihr ein Abo abschließt, bekomme ich gar nichts. Ich möchte euch die Produkte einfach nur zeigen und die Boxen vorstellen. Das ist eigentlich so mein Plan. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar, welche Box euch am besten gefallen hat. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich denke, ihr wisst, welche Box mir am besten gefallen hat. Und das war es soweit vor meinem Video. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!